Welcome back to another German Food Review and it's smoothie time. Smoothie by Pure Fruit. So all this stuff, I think 89 cents for 250 milliliter. And yeah, the best before date is over. That was yesterday, but I think it will be fine. But yeah, we have to try it. And the flavor is strawberry banana. Yellow banana, as you can see here, and red strawberry, yellow banana. Okay, one bottle, 130 calories, and that is for girls, girlies, ladies, is it? Let me know. Pure fruit. Yeah, there are more flavors, and okay, strange color, strange sound, I mean. So, what is in here? First of all, the sugar. 12% of sugar, okay. But zero fat, just sugar. Okay, and where are the ingredients? Okay, add best strawberry. Okay, there's more stuff in it. Grape juice and orange juice. Yeah, anyway, let's open it. I hope it's still fine. Otherwise, no rating. Shake it. No. Let's open it. Sniff this. Oh, smells good. Really fresh. Not bad. Sour a little bit. I mean, not. But listen, that's a weird sound. Okay, let's taste it. Very thick. Okay. Let's do a thumbnail here. Smoothie, strawberry, banana. Here we go, post. Okay, it's still fine. Yeah, it's very thick. Very, very thick. Nice consistency, yeah. And I think it tastes like strawberry. Post. It's very fresh, really refreshing. Yeah, nice stuff. I like the flavor. It's more strawberry than banana. Where are ingredients? Yes, more strawberry than banana, and that's how it tastes like. Prost. Nice consistency, yeah. Nice flavor. Sour. Still 12% of sugar. But okay, that's definitely tasty. One from the bottle, post. Oh, definitely thumbs up. It's not just for girls. I like it too. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas für die Damen, oder? Würden die harten Männer auf dem Channel sich das hier auch kaufen und auf der Straße trinken? Schreibt mal was dazu. Das ist Erdbeere und Yellow Banana. Und Banane. Von Pure Fruit. Okay. Also kommt es aus dem Aldi, davon gibt es ganz viele Geschmackssorten. Aber dann habe ich die gefunden, Erdbeer-Banane. Klingt beides sehr lecker. Okay. Allerdings, hier ist das Haltbarkeitsdatum und das war gestern. Aber ich kann euch sagen, der ist noch gut. So, ihr müsst es nicht gleich wegschmeißen, nur weil es einen Tag drüber ist. Dann solltet ihr es vorher testen. Und der hier ist definitiv noch gut. Ja, Schnuppertest. Riecht schon, der ist auch noch richtig frisch. Also der ist richtig super erfrischend und es riecht auch super frisch. Und sehr lecker nach Erdbeere. Mit noch etwas anderem, aber es riecht mehr nach Erdbeere als zum anderen. Das andere wird wohl Banane sein. Okay. Bitte fokussieren. 130 Kalorien. Und 12 Gramm Zucker oder Prozent. Ja. Hat 250 Milliliter. Wo ist denn das hin? Hier. Und kostet 89 Cent, wie gesagt, im Aldi. Schnuppertest nochmal. Riecht wirklich sehr angenehm. Zutaten.
40% oder 39% Erdbeermark, 27% Bananenmark, Traubensaft und Orangensaft. Und die Kosten von der Flasche hier, Prost. Ja, das kann man auf jeden Fall ohne Probleme aus der Flasche trinken. Hat eine super Konsistenz, ist richtig dick, aber nicht nur dick, sondern auch ein bisschen flüssig, wie ihr hier seht. Aber ist auch dicker, ist richtig cool. Da ist auch noch ein bisschen drin hier. So sieht's aus. Er könnte ein bisschen röter sein oder so, aber okay. Sieht trotzdem okay aus, noch nicht super schön. Schnuppert es. Aber es riecht super. Prost. Ja, und es schmeckt super. Ist nicht nur was für die Mädchen. Können auch richtig die harten Jungs trinken. So wie ich jetzt einer bin. Prost. Richtig lecker. Wird immer besser. Schmeckt schön nach Erdbeere. Ja, wo ich nochmal kaufen. Gibt noch viele andere Geschmacksrichtungen. Ich weiß nicht, ob die auch so gut sind, aber das hier empfinde ich als sehr gut. Prost. Super erfrischend. Sehr lecker. Bisschen säuerlich, bisschen süßlich. Super Konsistenz. Ja, es gibt locker einen Daumen nach oben. Würde ich nochmal kaufen. 89 Cent, habe ich schon gesagt, wa? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.